Hi guys, and welcome back to another live stream. It's so good to be back and it's so good to see you all. Thank you so much for joining. What time is it where you guys are right now? Hier heute, also es ist 13 Uhr bei uns. So this means it's 1 p.m. where we are or where I am. Es ist 13 Uhr bei uns. Wie viel Uhr ist es bei euch? Wie viel Uhr ist das bei euch? What time is it where you guys are? Wie viel Uhr ist das bei euch? Könnt ihr mich gut sehen und hören? Can you guys see and hear me well? Ah, okay. Jake sagt, es ist 13 Uhr bei mir. Ich komme aus Berlin. Cool. Berlin ist sehr schön. Okay, André sagt, es ist 8 Uhr. Mansur sagt auch 13 Uhr. In Istanbul ist es 15 Uhr. Okay. In der Schweiz 13 Uhr. Okay. Eduardo sagt, hier ist es 9 Uhr. Khaled sagt, hier ist es 14 Uhr. Okay. Viele verschiedene Zeitzonen sind hier anwesend. Viele verschiedene Zeitzonen sind anwesend. This means a lot of time zones are present right now. Ja. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen schönen Sonntag. So, I hope that you've had a nice Sunday up until now. And it's going to get better because you just joined this live stream. Okay, ihr Lieben, heute reden wir über reflexive Verben, okay? Today we're going to talk about reflexive verbs. Oops, it should be the plural. So, heute reden wir über reflexive Verben, reflexive verbs, okay? Yeah, and we have a lot to get through, so we're going to get started in a bit. I'm going to let everybody join. And then once everybody's there, we can get started. Okay. Wie ist das Wetter bei euch? Wie ist das Wetter bei euch? How's the weather where you guys are? Wie ist das Wetter bei euch? Hier ist es heute kalt und bewölkt. Hier ist es heute kalt und bewölkt. So that means today it's cold and cloudy here. You know. Es regnet, sagt Samantha. Es ist kalt, sagt Mariam. Heiko sagt, ich muss erst mal lernen, was Verben überhaupt sind. Sehr, sehr schön bei uns in München. Cool. Hallo Heiko, schön, dass du da bist. Und ja, ich bin ein bisschen neidisch, weil in München ist scheinbar schönes Wetter und hier bei uns nicht. Aber gut. Ja, ihr Lieben, wir fangen an. Hi Jeff, schön, dass du da bist. Grüße nach Pittsburgh. Jeff war mal ein Schüler von mir. Wir haben sehr lange, also wir haben uns ja mehrere Jahre immer auf Skype unterhalten, ne? Das war immer sehr, sehr schön. Ja, ihr Lieben, wir fangen an mit reflexiven Verben. We're gonna get started talking about reflexive verbs. Does anybody have an example for a reflexive verb before I give you the definition of what a reflexive verb is? Does anybody have an example? Does anybody have an example? Reflexive verb? Ich freue mich, genau. Ich freue mich über diesen Livestream. Ich freue mich über diesen Livestream. So that means I'm happy about this Livestream. Genau. Sich erinnern, genau. Sich erinnern, sich duschen. Sich erinnern means to remember. Sich duschen means to shower. Sich kümmern um means to take care of something or someone. Now, those are some examples. All right. But we're going to get started with something. We're going to get started with the definition. What is a reflexive verb? Okay. So you may want to take notes because this is going to be an intensive lesson today. And we're going to talk about a lot of verbs today, okay? So make sure to take some notes. All right, so
Reflexive verb. What is a reflexive verb? Reflexive verbs are verbs with a pronoun, and that pronoun relates to the subject of that sentence. I will explain. I will show you what that means, actually, because maybe that sounds a little bit abstract. Okay, so you cannot just say, sich schminken. Sich schminken means to put makeup on. And you cannot just say ich schminke when you're putting makeup on yourself. You have to say ich schminke mich. This is for anyone who wants to put makeup on. This may be essential. Ich schminke mich. So I am putting makeup on myself, okay? Ich schminke mich. So the reflexive pronoun here is mich. Mich, okay? Ich schminke mich. Du schminkst dich, er schminkt sich, sie schminkt sich, wir schminken uns, ihr schminkt euch, sie schminken sich. Okay, so I just conjugated all of that for you. So du schminkst dich means you are putting makeup on. Er schminkt sich means he is putting makeup on. Sie schminkt sich, she's putting makeup on. Wir schminken uns, we are putting makeup on. Ihr schminkt euch, you guys or you all are putting makeup on. Sie schminken sich can be you formal are putting makeup on or they are putting makeup on, okay? Helena sagt, ich schminke mich nicht. Ich schminke mich nicht. I don't put makeup on. Ich schminke mich manchmal, okay? Ich schminke mich manchmal. Can you guys make an example using schminken? We're gonna work on a lot of examples today. Ich schminke mich manchmal. Und ihr? Schminkt ihr euch manchmal? Ja, Chamdemba sagt, ich schminke mich. Lama sagt, ich schminke mich nie. Ja, das muss ich hier korrigieren. Meine Frau schminkt sich jeden Morgen. Ich schminke mich. Mich is actually in the accusative case. Most reflexive verbs are going to be in the accusative. There are some in the dative. We'll talk about those later. Right now, we're only going to talk about the ones that take an accusative pronoun. Okay? Gut. Sie schminkt sich jeden Tag. Murtuza, I have to disagree because there are men who put makeup on. I would say die meisten Männer schminken sich nicht, ne? That's more of a true statement. Die meisten Männer schminken sich nicht. Most men don't put makeup on. Okay. Sie schminkt sich täglich. Ja, gutes Beispiel. Welche Wörter sind reflexiv und welche nicht? Ja, das müsst ihr lernen. You have to learn by heart which ones are reflexive and which ones aren't. But there are not like too many reflexive verbs, so it's, you know, you're going to learn it pretty quickly. So once you've used a reflexive verb, a specific reflexive verb, like 10 or 20 times, you're going to know it's reflexive, okay? There is some logic behind it, but I will talk about that later. Okay. Sie schminken, we talked about that one. I'm going to start with the easy ones, and then we're going to go over to the harder ones, okay? So, ich dusche mich. It's literally, that means I shower myself. Ich dusche mich. Okay. How would you say you shower? You shower. Or you take a shower. How would you say that?
Ja, richtig. Du duschst dich. Du duschst dich. Du duschst dich. That's even hard for me to say. Du duschst dich, genau. Sehr gut. Du duschst dich. Oh no, that's not right. It has to be with an ST at the end. Genau. Du duschst dich. Okay, how about he? He's taking a shower. How would you say that? Er duscht sich, genau richtig. Er duscht sich. Richtig. Super. How about she's taking a shower? How would you say that? She is taking a shower. Auch ein gutes Beispiel. Er duscht sich gerade, genau. You can also say, actually, you don't have to conjugate it. You can also say, ich gehe duschen. Oder er geht duschen. He's gonna go take a shower. That's what it means. Sie duscht sich. Super. So we have, ich dusche mich. Du duschst dich. Er duscht sich. Sie duscht sich. Okay? Sie duscht sich. Genau. How about we are taking a shower? How would you say that? We are taking a shower. Wir duschen uns, genau, richtig. Wir duschen uns. Gut, sehr schön. And how about you guys are taking a shower? So let's say I'm talking to two kids and I'm saying you are taking a shower. Ihr duscht euch jetzt. Oh, sorry, I gave you the answer. Oops. Anyway, you can write it. You can practice writing. Maybe some of you didn't listen. Ihr duscht euch. Genau, richtig. Ohne S, ne? Ihr duscht euch. Perfekt. Ihr duscht euch. Oder man kann auch natürlich sagen, ihr beide duscht euch. You both are taking a shower. Ihr beide duscht euch jetzt. Los. Ab in die Dusche. Ihr stinkt. Genau. How about they are taking a shower? The kids. They are taking a shower. Sie duschen sich. Gut, Ismail. Gut gemacht. Sie duschen sich. Okay. Sehr gut. Sich waschen. Noch ein reflexives Verb. To wash yourself. Sich waschen. Sich waschen. How would you say he's washing himself? He's washing himself. Actually, I thought this live stream was going to start at 3 p.m. today. And we always announce our live streams through emails. And I checked our, email notifications. And I was like, oh, it says it starts, my live stream starts at 1 p.m., not at 3 p.m. Okay, I can't change that now. So I had to start 2 hours earlier than I had planned. It's always good to check everything, all the dates and everything. Because, I don't know, we have like a system now, you know, when live streams take place, we need to plan certain things like sending out emails. And it's not like before, I can't just start whenever I want to. I have to start at a specific time. So yeah, that's a little change for me. Also, wir duschen uns. Ja, das ist richtig. Er wäscht sich, he's washing himself. Gut. Remember, it's wäscht und nicht wascht. Er wäscht sich. Er wäscht sich. Okay? Okay, I'll tell you a secret. You're washing yourself is er wäscht sich. But if you're washing your hands, you're adding another object to that sentence and it gets more complicated. In that case, you have to say, er wäscht sich
die Hände. Oder ich wasche mir die Hände. So you're not just washing anybody's hands, you're washing your own hands. So that's why you have to say, ich wasche mir die Hände. Okay? Oder du wäschst dir die Hände. If you just say, ich wasche die Hände, to be honest, it sounds a little strange because it sounds like you have like a bowl with hands inside it and you're washing hands, you know, that have been cut off somebody's body. So it's better to say, ich wasche mir die Hände. Du wäschst dir die Hände. Okay? Kannst du dir bitte die Hände waschen? Can you please wash your hands? Kannst du dir bitte die Hände waschen? So dir here is in the dative case. Okay. And Hände is in the accusative case. So you're washing something. The something that you're washing is the accusative case. And the person that this thing belongs to is going to be in the dative case. Ich wasche mir die Hände. Ich wasche mir die Füße. Oder die Kinder waschen sich die Hände. Ja? Yeah? Yeah. Ich wasche mir das Gesicht. Was kann man noch sagen? Ah, natürlich. Sandra wäscht sich die Haare. Sandra wäscht sich die Haare. If you're washing clothes, those clothes, they're not part of your body, right? They're just clothes. So, no dative here. Ich wasche heute meine Klamotten. I'm washing my clothes today. Ich wasche heute meine Klamotten. Okay? Yeah. Oh, yeah, another good one. Ich wasche mir die Zähne. Yeah. I don't know what's going on with me today. Ich putze mir die Zähne. Ich putze mir die Zähne. I am brushing my teeth. Ich putze mir die Zähne. Yeah? So the teeth, they belong to me. Die Zähne, they're mine. So ich wasche mir die Zähne. What am I washing? The teeth. That's the object. The object I'm washing is the teeth. Or I'm brushing. I'm brushing. Ich putze mir die Zähne. Ne? Du musst dir die Zähne putzen. Du hast Mundgeruch. Du musst dir die Zähne putzen. Du hast Mundgeruch. So that means you have to brush your teeth. You have bad breath. Du musst dir die Zähne putzen. Du hast Mundgeruch. Habt ihr euch heute schon die Zähne geputzt? Habt ihr euch heute schon die Zähne geputzt? Have you guys brushed your teeth yet today? Ich hoffe schon. Okay. Wir haben jetzt schon gesprochen über sich duschen und sich waschen. Okay. Next one we have to talk about is sich anziehen, which means to get dressed. Sich anziehen is to get dressed. Zum Beispiel, ich ziehe mich jetzt an. That means I'm going to go get dressed now. Ich ziehe mich jetzt an. Heiko, du hast dir schon die Zähne geputzt. Das freut mich. Heiko hat sich die Zähne geputzt und haben die anderen sich auch schon die Zähne geputzt? Has everybody else brushed their teeth today? Oh, Shivin sagt, ich habe mir heute schon die Zähne geputzt. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Dann kann der Sonntag nur gut werden. Und die anderen, habt ihr euch alle schon die Zähne geputzt und angezogen? Someone is asking, is it possible to create a roadmap for learning German step by step as per the language level? We already have such a roadmap. It is inside our app. We have an app for A1, A2, B1, and B2. And once you sign up, you have an overview of all of our topics with a description next to each topic. And yeah, it's a lot. So it takes you weeks to get through it. You'll definitely be busy. So if you sign up for the app, you will see that roadmap. Okay.
Am Morgen putze ich mir die Zähne, sagt Malek. Guter Satz. Sehr schön. Jake sagt, ja klar, er hat sich schon die Zähne geputzt heute. Das ist schön. Mustafa sagt, ich habe mir gestern die Zähne geputzt. Dann wird es jetzt langsam mal Zeit. Okay, super. So, das nächste ist, ja genau, wir haben über sich anziehen gesprochen. Ne? Ich ziehe mich an. I am getting dressed. Du ziehst dich an. You are getting dressed. Er zieht sich an. He is getting dressed. Wir ziehen uns an. We are getting dressed. So, quiz question for you. How do you say, Anna? Oh, that would be hard. No. Anna is getting dressed. How would you say that? How would you say Anna is getting dressed? Ja, super. Anna zieht sich an. Schön. Sehr gut, ihr Lieben. Das habt ihr gut gemacht. Anna, sehr viele richtige Antworten sehe ich ja. Anna zieht sich an. Super. Okay. How would you say, Boris is not getting dressed? He's not getting dressed. Auch ein guter Satz. Ich bereite mich auf die A2-Prüfung vor. Super. Trennbares, unreflexives Verb. Das ist schwierig. You forgot the sich. You forgot the reflexive pronoun, Merian. Ja, Boris zieht sich nicht an. Ah, you forgot the an, sorry. Boris zieht sich, ja genau, Nikolas, gut. Nikolaus, gut. Boris zieht sich nicht an. Okay. Now, if you want to use that in the past tense, it's even more complicated. You have to say, Boris hat sich nicht angezogen. He did not get dressed. Boris hat sich nicht angezogen. How would you say, I did not get dressed? I did not get dressed in the past tense, in the perfect. Captain T, yeah, you just have to remember which ones require dative and which ones require accusative, yes. Super, Jake, sehr gut. Ich habe mich nicht angezogen, I did not get dressed. Okay, so now it gets a bit more complicated. We were just talking generally about getting dressed, right? Now, if you are talking about putting on a certain piece of clothing, then the whole thing changes. So let's say I want to say, I put on jeans. I would have to say, ich habe mir eine Jeans angezogen. So you're not just talking about getting dressed anymore. You're saying that you're putting jeans and you're putting them on whom? You're putting them on yourself. So ich habe mir eine Jeans angezogen. Ich habe mir eine Hose angezogen. I put on pants. Ich habe mir Socken angezogen. I put on socks. Can you make some more example sentences, please, using angezogen and using a piece of clothing? Please. I need some examples. English, you know that you can learn three. Ich habe mir eine Jeans angezogen. Ich habe mir ein T-Shirt angezogen, nicht eine, ein T-Shirt. Ich habe mir ein T-Shirt angezogen. Ich habe mir ein Hemd angezogen. Ein Hemd. It's better to say eine warme Jacke, Shivin. Ich ziehe mir eine warme Jacke an, weil es kalt ist oder weil es Winter ist. Nick, you have to say, ich habe mir die Schuhe angezogen. Angezogen. Ich habe mir die Schuhe angezogen. Ich habe mir eine Jacke angezogen. Sehr gut, Eliza.
Ich habe mir eine Jacke angezogen. Du hast dir eine Mütze angezogen, genau. Hakuna Matata, du musst sagen, ich habe mir ein Kleid angezogen, but you have to capitalize Kleid. Ich habe mir ein Kleid angezogen. I put on a dress. Genau. Oder einen Pullover. Pullover müsst ihr groß schreiben, ne? Ich habe mir einen Pullover angezogen. Ja. Ich habe mir meine Handschuhe angezogen. I put on my gloves. Sehr gut. Warum mir, nicht mich? Because we have two objects here. We have the sweater and we have you as a person, right? And you're putting the sweater on you. The sweater is accusative and the person that you're putting it on is dative. Also, ich ziehe mir jetzt warme Socken an. I'm putting on warm socks now. Oder er hat sich die Stiefel ausgezogen. He took off the boots. Oder hast du dir die Schuhe ausgezogen? Did you take off the shoes? A lot of people want people to take off their shoes when they come inside. Hast du dir die Schuhe ausgezogen? Ich putze mir die Zähne, nicht ich wasche. Ich putze mir die Zähne. Ich putze mir die Zähne. Ja. So, wir haben jetzt sehr viel geredet über Anziehen, Ausziehen, Duschen, sich baden ist also reflexive. Ich bade mich oder ich gehe baden. Sich befinden, to be located, uses accusative. Zum Beispiel, ich befinde mich in einer Großstadt. I am in a big city, or literally, I'm located in a big city. It just means right now. Right now, I am in a big city. Ich befinde mich in einer Großstadt. Oder wir befinden uns am Bahnhof. We are at the train station. Can you make an example sentence using befinden? Some examples using befinden. Meli, du musst sagen, wo befindet sich der Stift? Where's the pen? Wo befindet sich der Stift? Of course, you can also just say, wo ist der Stift? Ich befinde mich in einem Flughafen. Mm-hmm. I am at an airport or inside an airport, actually. That's what your sentence means. Ich befinde mich im Stadion. Mm-hmm. Ich befinde mich im Krankenhaus. I'm at the hospital. Ich befinde mich im Stadion. Ich befinde mich in einer schwierigen Situation, yeah. But schwierigen, you have to write it as a lowercase letter because it's an adjective. Which means I am in a difficult situation. So it's not really being somewhere physically, but you are in a difficult situation. That's also possible. Mm-hmm. Oh, ich befinde mich am Meer. I'm at the ocean. Da wäre ich jetzt auch gerne. Wir befinden uns im, we are at the supermarket. Wir befinden uns im Supermarkt. Wir befinden uns auf einem Musikfestival, nicht in, auf einem Musikfestival. When you're at a festival or an event, you always use the preposition auf. Auf einer Hochzeit, auf einem Geburtstag, auf einem Festival. Ich befinde mich in den USA. Aha, Jake, sehr gut. Wir befinden uns in der Hauptstadt. Wow, so viele Beispiele. Wahnsinn. Okay. Nächstes Verb. Sich beschweren über. That's difficult. Captain P, you can remind me again later so that I don't forget your question. Sich beschweren über is to complain about. That's pretty difficult. Zum Beispiel. Die Nachbarn oder meine Nachbarn beschweren sich immer. My neighbors always complain. Meine Nachbarn
beschweren sich immer. It's not even a lie. Meine Nachbarn beschweren sich immer. Oder if you want to say what they complain about, you would say, meine Nachbarn beschweren sich immer über den Lärm. My neighbors are always complaining about the noise. Ja. Warum beschwerst du dich immer? Why are you always complaining? Warum beschwerst du dich immer? Ich beschwere mich über das Konzert. Beschwere mit E, ne? Ich beschwere mich über meine Arbeit. I'm complaining about my job. Mhm. Meine Kollegen beschweren sich immer. My coworkers are always complaining. Rajat, maybe you're trying to say, meine Oma beschwert sich immer darüber, dass ich so schnell esse. We're going to talk about darüber darauf in another live stream. Meine Oma beschwert sich immer darüber, dass ich so schnell esse. My grandma is always complaining about the fact that I eat so fast. Ich esse auch sehr schnell. Ich esse immer viel zu schnell. Okay. Wir machen weiter mit dem nächsten Verb. Sich freuen. Sich freuen can be used with two types of prepositions. Sich freuen auf and sich freuen über. Sich freuen auf means to look forward to and sich freuen über means to be happy about something. Zum Beispiel kann ich sagen, ich freue mich über eure, ich freue mich über eure ganzen, über eure ganzen Kommentare. I am happy about all of your comments. Ich freue mich über eure ganzen Kommentare. Aber ich freue mich auf den Livestream mit meiner Schwester. I'm looking forward to the livestream with my sister. We're gonna do another livestream together. I forgot the date, but you'll see on the YouTube channel. Amazing E, you have to say, ich freue mich darauf, zurück zur Schule zu gehen. I'm looking forward to going back to school. Ich freue mich über ihre gute Kommunikation. Jake, sehr gut. Ich habe mich auf diesen Livestream gefreut. We have a past tense sentence here. So, I was looking forward to this Livestream. Learning smart. Ich möchte mich beschweren, weil heute keine Jenny da ist. Ich bin hier, ich bin da. Ich freue mich über deine Hilfe. I'm happy about your help. Ich freue mich über den Frühling. Den Frühling. My sister filmed a video about spring, which is gonna be live, I think next week or the week after that. I'm not sure. In one or two weeks, you'll find it on the YouTube channel. Ich freue mich über das Wochenende. I'm happy about the weekend. Oder gutes Beispiel, ja. Ich freue mich auf meinen Urlaub. I'm looking forward to my vacation. Okay. Ich freue mich auf das Fußballspiel. I'm looking forward to the soccer game. Ich freue mich darauf, mein Deutsch zu verbessern. I'm looking forward to improving my German. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Verb. Sich fühlen, to feel. So in English, this is not reflexive. You would just say to feel. But in German, we would say, I feel myself, I feel yourself. That's how we would use it in German. Zum Beispiel, heute fühle ich mich gut. Today I feel good. Gestern habe ich mich nicht gut gefühlt. So yesterday I did not feel good. Genau, Malai, sehr gut. Ich fühle mich gut. Wie fühlst du dich? How are you feeling? Wie fühlst du dich? auch ein lustiger Beispielsatz. Oh nein, ich befinde mich in einem anderen Universum.
Sie fühlt sich schlecht. She's feeling bad. Ich fühle mich ganz gut. I feel okay. I can also say, ich fühle mich verantwortlich. I feel responsible. Ich fühle mich verantwortlich. Zufrieden, you would say, ich bin zufrieden. You wouldn't really say, ich fühle mich zufrieden. No, that doesn't work. Ich bin zufrieden. Genau. So. Sich informieren über. To inform yourself about. Zum Beispiel. Ich informiere mich immer über den Krieg. So I'm always informing myself about the war. I'm always getting information about the war. Ich informiere mich immer über den Krieg. Manchmal fühle ich mich nicht bereit für die Arbeit. Sometimes I don't feel ready for work. Meine Freundin fühlt sich nicht so gut, denn ich war nicht da. Ja. Okay. Fühlen. So das nächste. Ah, nee. Fühlen, sich informieren. Was haben wir noch? Sich interessieren. Sich interessieren für, actually. To be interested in something. Ich interessiere mich für Mode. I'm interested in fashion. Oder Tanja interessiert sich für Musik. Tanja is interested in music. Wir interessieren uns für Sport. We're interested in sports. Gut, Caitlin, ich interessiere mich für Sprachen. Super. I'm interested in languages. Ich interessiere mich für Sprachen. Ich interessiere mich für Tiere. I'm interested in animals. Manche Menschen interessieren sich nicht für neue Entwicklungen. Ja, das muss ich korrigieren. Manche Menschen interessieren sich nicht für neue Entwicklungen. Ja. Weiter. So, das nächste Verb ist sich kämmen, which means to comb. Sich kämmen, to comb your hair. Ich kämme mich. You can say that. Or you can say, ich kämme mir die Haare. So I'm combing myself or I'm combing my hair. It's the same thing in German. One uses accusative and the other dative because you have two objects here, right? So you cannot say, ich kämme mich die Haare because that would mean you're using two accusative objects. It doesn't work. First dative and then accusative. Ich kämme mir die Haare. Das Kind kämmt sich die Haare. Hast du dir heute nicht die Haare gekämmt? Did you not comb your hair today? Hast du dir heute nicht die Haare gekämmt? Ich kämme meiner Katze die Haare. Ja. Ich kämme meine Hunde nicht, weil meine Hunde haben sehr kurzes Fell. Also muss ich sie nicht kämmen. I guess Germans would probably almost always understand what you're saying if you're not using them. But some might sound really weird. Like, ich interessiere für Pferde, that just does not sound complete. Ich interessiere mich für Pferde. Okay? Ja. So. Sich legen, to lie yourself down. Sich legen. Zum Beispiel, ich lege mich jetzt ins Bett. I'm gonna go lie down in bed right now. Ich lege mich jetzt ins Bett. Oder ich muss mich hinlegen. I have to go lie down. The hin just means down or somewhere. So ich muss mich hinlegen. I have to lie myself down somewhere. I have to go lie down. Ja. Er legt sich abends immer auf die Couch. So at night he always goes to lie down on the couch. Okay.
So, was haben wir denn noch? Sich rasieren. That's also an important one. To shave. Sich rasieren. So, er rasiert sich. Would be he's shaving. Whatever he's shaving. He's just shaving in general. Or you can say, er rasiert sich den Bart. He's shaving himself his beard. So, he's shaving his beard, which is on him. Er rasiert sich den Bart. So, sich is dative here. Den Bart. Akkusativ. Oder ich rasiere mir die Beine. I am shaving my legs. André, you would say, ich liege im Bett. Yes, if you're, it's a movement, you're lying there, you would say, ich liege im Bett. And if you're going to go lie down in bed, you say, ich lege mich ins Bett. I'm gonna go lie down in bed. Ich lege mich ins Bett. Mansur, ich rasiere mir den Bart. Okay? Ich rasiere mir meinen Kopf. Ich rasiere mir meinen Kopf. Okay? So. Sich setzen is another important one. To go sit down. So, if you have a guest, someone is coming over to your house and you're like, you know, go sit down, then you can say, setz dich. If you're talking informally to that person, setz dich. Or formally, you would say, setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Oder, willst du dich setzen? Do you want to go sit down? Or do you want to sit down? Willst du dich setzen? Ich setze mich auf den Stuhl. I'm going to go sit down on the chair. Ich setze mich auf den Stuhl. Er hat sich auf das Sofa gesetzt. He sat down on the sofa. Do you guys have examples for me? Gut, John. Sehr, sehr gutes Beispiel. Du musst dich auf die Couch setzen. Super. Ich setze mich hin. Auch ein gutes Beispiel. I'm sitting down. I'm gonna go sit down. Oh, sorry, I'm yawning a little bit. Ich setze mich auf das Sofa. Kadramahan, I have to correct your sentence. Ich setze mich immer, weil mir sehr langweilig ist. So I'm always sitting down because I'm bored. Mir, Dativ, okay? Er hat sich auf den Dachboden gesetzt. He sat down. In the attic. Ja. Okay. Sich stellen is to go stand somewhere. So you're going to stand next to something or someone. Ja. Zum Beispiel, ich stelle mich ans Fenster, damit ich besser sehen kann, was draußen passiert. So that means I am going to stand by the window to be able to see what's happening outside. Okay? Ich setze mich auf den Zaun would be I'm sitting down on the fence. That might be a little hurt. That might hurt depending on the fence. Ich kämme das Fell meines Hundes. Das geht auch. Ich gähne auch. Sie haben mich angesteckt. Angesteckt. Nicht gesteckt. Sie haben mich angesteckt. Means I, my yawn was contagious. Okay, so, sich setzen, sich stellen, sich treffen mit jemandem, to meet up with someone. Zum Beispiel, ich treffe mich morgen mit Anna. Tomorrow I'm meeting up with Anna. Oder ich habe mich gestern mit Tina getroffen. So yesterday I met Tina. Ich stelle mich unter das Dach, weil es regnet. I'm gonna go stand underneath the roof because it is raining. You can also use that actually without the reflexive pronoun and it still works. Ich treffe meine Freunde im Theater. Wir treffen uns morgen. We're meeting tomorrow.
We're meeting our, literally, we're meeting ourselves tomorrow. Ich treffe mich jedes Wochenende mit meinen Freunden. Guter Satz. Fahad, I guess you're trying to say, ich treffe mich heute Abend mit Peter. So tonight I'm meeting up with Peter. Treffe mich heute Abend mit Peter. So, nächstes Verb. Sich verletzen, to get hurt or to get injured. Also, er hat sich beim Fußballspielen verletzt. He got hurt playing soccer. Er hat sich beim Fußballspielen verletzt. Oder ich habe mich beim Tanzen verletzt. I got hurt dancing. And if I'm asking someone a question, I would say, hast du dich verletzt? Hast du dich verletzt? Did you get hurt? My internet is a little slow. Okay. Hast du dich verletzt? Did you get hurt? I will highlight some more correct answers here. Wir haben uns über das schlechte Essen beschwert. We complained about the bad food. Gut. Vosa, du musst sagen, wir treffen uns zu einem Gespräch. So we're meeting for a talk or for a conversation. To have a conversation. Treffen uns zu einem Gespräch. Ah, a lot of examples. Er hat sich beim Unfall verletzt. He got hurt during the accident. Ich habe mich nicht verletzt. I did not get hurt. Ich habe mich beim Schlittenfahren verletzt. Ich habe mich beim Tanzen verletzt, deshalb kann ich nicht mit dir spazieren gehen. Yes, I got hurt dancing, that's why I can't take a walk with you. Ich habe mich verletzt. Someone is snoring. Oh, he's over there. My dog's over there snoring. Okay. Ich habe mich verletzt, ja, richtig. Die Gefühle können auch verletzt werden. Feelings can also get hurt. Like I can say, er hat meine Gefühle verletzt. He hurt my feelings. Ich habe mich beim Sport verletzt, ja. I got hurt working out. Ihr könnt nichts hören? Könnt ihr jetzt wieder was hören? Hallo, hallo, Test, Test. Ich glaube schon, ne? Sitzt du auf einem Elefanten? Am I sitting on an elephant? No. Why? Because I'm wearing something gray? Can you hear the dog? Could you hear the dog snoring? Okay, gut. Wir machen weiter mit dem nächsten Verb. Also, sich verletzen haben wir. Ich würde sagen, wir machen weiter und schauen uns die reflexiven Daten mit Dativ an. We already took a look at some of those verbs, the reflexive verbs that use dative case. So, sich die Haare bürsten, for example. Ich muss mir die Haare bürsten. I have to brush my hair. Oder, we already had Zähne putzen, right? Felix putzt sich die Zähne. Felix is brushing his teeth. Oder sich ausziehen, by the way. I think we didn't talk about that today. Is to get undressed. So you can say, ich muss mich ausziehen und in die Badewanne hüpfen. I have to get undressed and hop into the bathtub. Sich ausziehen. Ich ziehe mich aus. Now, if you're talking about taking off a specific piece of clothing, then you have to use the dative case, actually. Also, zieh dir bitte die Schuhe aus. Please take off your shoes. Oder, ich muss mir die Socken ausziehen. I have to take off my socks. You guys have any other examples for me? Ja, er putzt sich die Zähne mit Ä. Caitlin, you have to memorize when to use
the reflexive verb with an accusative case or when to use it with a dative case. But most of them are going to be accusative anyway, so it's going to be easy to remember. Ich muss mir die Jacke ausziehen, genau. Super. Ja, nach der Arbeit, oder lass uns einen längeren Satz bilden. Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ziehe ich mir die Klamotten aus und oder ziehe ich mir eine Jogginghose an. So when I get back home from work, I put on a sweatpants. Yeah, Jogginghose means sweatpants. Du musst dir deine Schuhe ausziehen. You have to take off your shoes. Genau. Super. Sehr gut. Wow, we still have a lot to get through. So basically, up until now, we covered the A1 and A2 verbs, the reflexive A1 and A2 verbs. And now we're going to talk about the reflexive B1 verbs. So they're a bit more difficult. It's not really, doesn't really make sense why they're accusative, but why they're reflexive most of the time. So just remember them. Also, sich ändern, to change, sich ändern. Also, zum Beispiel, hat sich geändert, he changed, or he has changed. Die Zeiten haben sich geändert, times have changed. Warum hat sich so verändert? Well, but also reflexive, sich verändern. Warum hat sich so verändert? Why has he changed so much? So the difference between ändern and verändern is the following. Verändern is more like a transformation. It's like a really big, important change. And ändern is just a change. Ja, genau. Ich möchte mich nicht ändern. I don't want to change. Ich möchte mich nicht ändern. Das Wetter ändert sich nie. The weather never changes. Das Wetter ändert sich nie. Okay, das nächste Verb ist sich für etwas anmelden, to sign up for something. Zum Beispiel, ich habe mich für den Deutschkurs angemeldet. I signed up for the German course. Ich habe mich für den Deutschkurs angemeldet. Oder next one is sleeping. Ich habe mich bei Lingoni angemeldet. Oder man kann auch sagen natürlich, ich habe die Lingoni German App abonniert. That's not reflexive, but just, you know, a different way to say it. Ich melde mich für die Lingoni-App an, geht auch, ja, genau, für die Lingoni-App. Okay, sich anschauen, that's something that we use a lot. Sich anschauen, sich ansehen, sich angucken. They are pretty much all interchangeable. Gucken is actually used a lot where I'm from, in the north and in the west of Germany. Sehen is a general verb used everywhere. It's the High German form. And anschauen is used in the south. Schauen and anschauen is used a lot in the south. So, zum Beispiel, ich gucke mir heute einen Film an. I'm watching a movie today.
So here we have two objects again. We have the mir, the dative object, and we have einen Film, accusative object. Ich gucke mir einen Film an. In the South, they would say, ich schaue mir einen Film an. Okay. You have to say what you're watching. So if you're just saying I'm watching TV, you say ich gucke heute Fernsehen. Oder ich schaue heute Fernsehen. But you, if you say ich gucke mir den Fernseher an, that means you're looking at the device. Maybe you're buying a new TV and you're looking at the device. Then you would say ich gucke mir den Fernseher an. But you're watching TV is ich gucke Fernsehen. Ich schaue Fernsehen oder ich sehe fern, which is the formal way. Shivin, guter Satz. Meine Krawatte passt nicht zu meiner Jacke, daher muss ich sie ausziehen. Mhm. Ich schaue mir Lingoni an. I'm looking at Lingoni or I'm, yeah, watching Lingoni. Okay. So, das nächste Verb. Oh, another one is sich anschnallen. Sich anschnallen means to buckle up, you know, to fasten your seatbelt in the car. Sich anschnallen. Also im Flugzeug muss man sich anschnallen. In the airplane you have to buckle up or you have to fasten your seatbelt. Do you have examples for me? Habt ihr Beispiele für mich? Ute is back in town. Woohoo! Willkommen zurück. Ja, habt ihr ein Beispiel für mich? Mit dem Verb sich anschnallen? You guys gotta be a bit more active, otherwise I'm gonna fall asleep. Ute sagt, ich habe mich auch angeschnallt im Auto. I also buckled up in the car. Super. Isan, jedes Mal schnalle ich mich im Auto an. Oder jedes Mal im Auto schnalle ich mich an. Ja, das ist auch richtig. Im Zug kann man sich nicht anschnallen. Gutes Beispiel, Joel. Im Zug kann man sich nicht anschnallen. Das stimmt. Like minimal, I guess it's better if you say, ich schnalle mich an, bevor ich den Motor starte. So I'm buckling up before I start the engine. Die Kinder müssen sich anschnallen lassen, ja. Oder jemand muss die Kinder anschnallen, ja. Okay, nächstes Verb. Sich ärgern, when you're annoyed about something. Sich ärgern über. So I could say, for example, ich ärgere mich über meine schlechte Internetverbindung. I'm really annoyed about my bad internet connection. Ich ärgere mich jeden Tag über meine schlechte Internetverbindung. Ah. Worüber ärgert ihr euch? What are you guys annoyed about? Worüber ärgert ihr euch? Tell me what you guys are annoyed about. Worüber ärgert ihr euch? Mhm. Gutes Beispiel. Ich habe mich über sein Verhalten geärgert. Means I was annoyed about his behavior. Diese Tasse ist so groß, ja. Eine riesengroße Tasse. Fast größer als mein Kopf. Aber das ist meine Lieblingstasse. Ich trinke jeden Tag aus dieser Tasse meinen Kaffee. Manchmal zweimal pro Tag. Ja, die Tasse ist richtig cool. Ich ärgere mich über den Krieg. Ja, ich ärgere mich auch. Ich ärgere mich auch sehr über den Krieg. Oh, das auch, ja. Ich ärgere mich über das Wetter in Deutschland. Oh ja. Ich ärgere mich über die Politik in den USA. Gut, Jeff, die Politik. Worüber ärgert ihr euch noch? Worüber ärgert ihr euch?
Das ist auch ein gutes Beispiel. Ich ärgere mich über mich selbst. I am annoyed about myself. Ich ärgere mich über mich selbst. Super. Nächstes Verb. Bedanken. Sich bedanken für. To thank someone for something. Sich bedanken für. Zum Beispiel. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. So I'm thanking you guys for being attentive, for your attention. Ich ärgere mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. So. Oder ich bedanke mich bei ihr für die Blumen. I'm thanking her for the flowers. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung, okay? Lou, ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung. Habt ihr noch andere Beispiele für mich? Ja, ich bedanke mich für Ihre schnelle Rückmeldung, aber für mit Ü, ne? Für, nicht mit U, für. Danke, Florentina. Hallo, liebe Jenny, ich bedanke mich bei dir für deine tolle Arbeit. Mache ich gerne. Ich bedanke mich bei dir für die Mühe. Ja, so thank you for your effort. Ich bedanke mich bei dir für die Zeit. I thank you for the time. Okay, super. Nächstes Verb. Sich beeilen. To hurry. Sich beeilen. To hurry. So for example, ich muss mich beeilen, sonst verpasse ich den Zug. So I have to hurry, otherwise I will miss the train. Ich muss mich beeilen, sonst verpasse ich den Zug. Ich bedanke mich bei dir für deine Hilfe. Yes, it's almost correct except for Hilfe, which needs to be capitalized. Bitte beeil dich. Please hurry. Bitte beeil dich. Genau. Okay, so. Nächstes Verb. Sich bewegen, to move. And here we're just talking about moving yourself. We're not talking about moving furniture. Just yourself. Zum Beispiel. Beweg dich nicht. Ist ein Monster. Don't move. There's a monster over there. Beweg dich nicht. Don't move. Oder ich soll mich nicht viel bewegen, weil ich gestern operiert wurde. Which means I'm not supposed to move a lot because yesterday I had my surgery. Ja, gutes Beispiel. Obwohl ich mich beeilt habe, bin ich zu spät gekommen. So although I hurried, I was late. Ich beeile mich, um den Flug nicht zu verpassen. Gut. Oh, sich bewegen also means to exercise actually, like jogging for example. Also, ich muss mich mehr bewegen. Ich habe zugenommen. I have to exercise more. I gained weight. Bewegt euch, ja gut, Caitlin, bewegt euch nicht. Glas liegt auf dem Boden. Almost correct, you just forgot a T. So don't move, there's glass lying on the floor. Bewegt euch nicht, okay? Wenn ich tanze, bewege ich mich sehr viel. Wenn ich tanze, bewege ich mich sehr viel. So when I dance, I move a lot. Ich bewege mich, um nicht dick zu werden. So I exercise in order not to become fat. So. Sich entscheiden, to decide. Sich entscheiden. Zum Beispiel. Ich kann mich nie entscheiden, was ich essen will. I can never decide what to eat or what I want to eat.
Oder ich habe mich für eine Reise entschieden. I have decided on a trip. Ich habe mich für eine Reise entschieden oder ich habe mich für ein Auto entschieden. I decided on the car that I want to have. Ja, ich habe mich für ein Auto entschieden. Habt ihr Beispiele für mich? Sich entschließen is a synonym. You can also use that. It also means to decide. Ich entscheide mich für Frieden. Mhm. Ich entscheide mich für Frieden. Das ist die beste Entscheidung. Haben Sie sich entschieden? Good example. Have you decided? Haben Sie sich entschieden? Yeah. Gutes Beispiel. Ich habe mich für ein Studium in Deutschland entschieden. I have decided for a study program. I've decided on a study program in Germany. Mehmet, I think, no wait. Ich kann mich nicht entscheiden, weil die Auswahl so groß ist. So I cannot decide because the variety or the what's being offered is just so large, right? Because there's so much variety. That's how you would say it in English, I guess. Ich habe mich entschieden, wann ich ins Bett gehe. I have decided when I will go to bed. Okay. So, wir machen noch ein bisschen weiter. Oh, wir haben noch sehr viele Verben. Wow. Moment, ich denke mal, wir sollten vielleicht die allerwichtigsten noch machen. Sich entschuldigen ist to apologize. Sich entschuldigen. Ich muss mich bei dir entschuldigen. I have to apologize to you. Es tut mir leid. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ja? Oder er hat sich bei mir für sein Verhalten entschuldigt. So he apologized to me for his behavior. Er hat sich bei mir für sein Verhalten entschuldigt. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Super. Lou, du musst sagen, ich habe mich entschieden, nach Deutschland zu gehen. Ich habe mich entschieden, nach Deutschland zu gehen. Guter Satz. Hast du dich bei ihm entschuldigt? Did you apologize to him? Ich entschuldige mich dafür. I'm sorry about that. Gutes Beispiel. Ich entschuldige mich für meinen Fehler. I'm sorry for my mistake. Genau. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dich unterbrochen habe. So, I'm sorry for interrupting you. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dich unterbrochen habe. Jemanden unterbrechen means to interrupt someone. Okay? Auch ein gutes Beispiel. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Super. I'm sorry for being late. Late. So, sich let's do some more common ones. Sich konzentrieren, to focus on. Ismail, ja, das kannst du auch sagen. Du kannst auch sagen, ich treffe eine Entscheidung. Sich konzentrieren auf means to focus on. Ich muss mich jetzt auf diesen Livestream konzentrieren. I have to focus on this Livestream now. Ich muss mich jetzt auf diesen Livestream konzentrieren. Worauf müsst ihr euch konzentrieren? What do you guys have to focus on? Worauf müsst ihr euch konzentrieren? Ich konzentriere mich auf meine Deutschprüfung. I guess it's one word. Eine Deutschprüfung. Ich konzentriere mich nur auf das Wichtigste. Auf, nicht für, ne? Minimal. Ich konzentriere mich auf das Wichtigste. Ich konzentriere mich auf das Wichtigste means I'm focusing on the most essential
things, the most important things. Ich kann mich nicht konzentrieren. I can't focus. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ah, bin so müde. Ich konzentriere mich auf meinen Deutschkurs. Super, ja. Ich muss mich auf die reflexiven Verben konzentrieren, ne? Wie kannst du dich bei diesem Lärm konzentrieren? How can you focus when it's so loud? Wie kannst du dich bei diesem Lärm konzentrieren? Genau. Ich muss mich auf mein Studium konzentrieren, denn die Prüfung steht vor der Tür. So I have to focus on my studies because the exam is standing in front of the door. It means it's about to happen. It's coming up. My exam is coming up. Meine Prüfung steht vor der Tür. Auch ein sehr gutes Beispiel, aber auch sehr kompliziert. Ich erinnere mich daran, Saft am Automaten gekauft zu haben. So two mistakes here, but good sentence. So I remember buying juice, having bought juice at the machine. Genau. Sich etwas, sich anders überlegen, genau. Also ich wollte, Captain T, I'm answering your question now. Ich wollte eigentlich nach Berlin fahren, aber ich habe es mir anders überlegt. So I actually wanted to go to Berlin, but I reconsidered. So I decided to do something else. Ich habe es mir anders überlegt. Genau. So, nächstes Verb. Sich trennen von, to separate from. Usually to separate from a person. Also, Anna hat sich von Boris getrennt. That means Anna separated from Boris. Anna broke up with Boris. Anna hat sich von Boris getrennt. Oder er sollte sich von seiner Freundin trennen. He should break up with his girlfriend. Oder sie sollte sich von ihrem Freund trennen. Sie sollte sich von ihrem Freund trennen. Okay? Auch ein gutes Beispiel hier. Ich konzentriere mich aufs Projekt. I'm focusing on the project. Sie trennen sich voneinander. They're separating. Ja. So that's like a mutual decision. Er hat sich von seiner Frau getrennt. He broke up with his wife. Genau. So, nächstes Verb. Something that is a bit more positive. Sich verlieben in. Can you guys, this means to fall in love with. To fall in love with. Can you guys make an example using that, please? Ich habe mich in dich verliebt. I fell in love with you. Accusative, not dative. Ich habe mich in dich verliebt. Or you can also just say, ich habe mich verliebt. I fell in love, without specifying who you fell in love with. Ich habe mich in sie verliebt. I fell in love with her. Ich bin in die Stadt Berlin verliebt. Er hat sich in sie verliebt. He fell in love with her. Mhm. Das Pärchen verliebte sich auf den ersten Blick. Captain T, Google it. They fell in love at first sight.
Sie verliebt sich immer in falsche Männer. She's always falling in love with the wrong men. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Verb. This is another one. Sich wohlfühlen. When you feel good at a place, for example, you feel comfortable, you feel good, you feel at ease, you would say, sich wohlfühlen. Zum Beispiel, ich fühle mich in meiner Wohnung wohl. I feel good at my apartment. Ich fühle mich in meiner Wohnung wohl. Ich mag meinen Baum, da mein Baum und mein Bild und meine Wand und mein Sofa. Ich fühle mich hier wohl. Fühlt ihr euch auch wohl zu Hause? Fühlt ihr euch zu Hause wohl? Fühlt ihr euch wohl oder nicht? Oder ich fühle mich auf der Arbeit nicht wohl. I don't feel comfortable at work. I don't feel well. Ich fühle mich auf der Arbeit nicht wohl. Ich fühle mich in dieser Kleidung wohl, ja. Sorry. Ich fühle mich in dieser Kleidung wohl. I feel good in this type of clothing. Ich fühle mich bei meiner Familie immer wohl. Almost done with my coffee. Jetzt ist meine riesengroße Tasse leer. My huge cup is empty. Minimal sagt, ich fühle mich nur zu Hause wohl, weil ich eine introvertierte Person bin. So I only feel comfortable at home because I'm an introverted person. Jedes Mal fühle ich mich auf der Arbeit nicht wohl. So every time at work I don't feel well. Jeder fühlt sich in seinem Land wohl. Everyone feels comfortable in their own country. Ich fühle mich wohl, nachdem ich eine Tasse Kaffee getrunken habe. Okay, so. Okay, now it's becoming a bit more complex. We're going into the B2 terrain. So it's gonna become a little bit more complicated. Also. Sich anfühlen. When something feels a certain way to you, you would say, sich anfühlen. Zum Beispiel, dieser Stoff fühlt sich sehr weich an. So this fabric feels very soft. Dieser Stoff fühlt sich sehr weich an. Ich mag keinen sehr weichen Stoff. I don't like it when fabric is too soft. It gives me goosebumps. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ein Stoff zu weich ist. Also dieser Stoff fühlt sich sehr weich an oder... ich habe starken Muskelkater. Das fühlt sich nicht gut an. So I have really sore muscles. That doesn't feel nice. Es ist ungesund, so viel Kaffee zu trinken. Ja, ich weiß. Aber ich trinke auch viel Wasser. Das ist ein Becher. Ein Becher. Und eine Tasse, natürlich, beides. Wobei, Becher, nee, Entschuldigung, das ist eine Tasse und Becher ist eher aus Plastik, ja. Das ist eine Tasse und ein Becher ist aus Plastik und ein Glas ist aus Glas. Ja, Entschuldigung. Ich bin sehr müde heute. Ich bin heute schon um 6 Uhr aufgestanden. Dann war ich am Pferdestall. Ich bin mein Pferd geritten und dann habe ich meine Wohnung aufgeräumt. Dann habe ich ein Video für euch gedreht für den YouTube-Kanal und jetzt bin ich hier im Livestream. Deswegen bin ich sehr, sehr müde schon. Ich glaube, ich muss gleich ein Nickerchen machen. Ich kann eine Woche lang nicht schlafen, wenn ich viel Kaffee trinke. I cannot sleep for an entire week when I drink so much coffee. Der Pullover fühlt sich weich an, genau. Sich aufregen über.
to get worked up about something. Ich rege mich immer über den Stau auf. I always get worked up about traffic jams. Ich rege mich immer über den Stau auf oder ich rege mich über kleinkarierte Menschen auf. Do you know what kleinkariert means? Kariert is like checkered. And kleinkariert is like, I think you would say petty in English. So people that take everything like super seriously, they're small-minded, they're narrow-minded, that would be kleinkariert. Worüber regt ihr euch auf? Worüber regt ihr euch auf? What are you guys, what do you guys worked up about? Worüber regt ihr euch auf? Oh ja, ich rege mich über die Benzinpreise auf. Yeah, I get worked up about gas prices. Yeah, I agree. It's pretty bad right now. I try not to drive so much. Ich versuche nicht so viel zu fahren, weil es zu teuer ist. Ich rege mich auf, wenn meine Kinder nicht auf mich hören. Gutes Beispiel, ja. So I get worked up when my children don't listen to me. Nitya, du musst sagen, ich rege mich über unwichtige Dinge auf. Ich rege mich über unwichtige Dinge auf. Oh, by the way, I can't believe I didn't announce this yet. We launched our partner program, or in other words, affiliate program. So what you guys can do now, you can recommend Lingoni. You can recommend our apps on your blogs, on your websites, on your social media channels, on TikTok, on Instagram, on Facebook, on LinkedIn, on Telegram. So anywhere that you can share stuff online, you can share our apps. You can promote our apps. And if somebody buys through your personalized link, then you get a 30% commission. And that's pretty nice because we have three packages. We have the 3 months package for 49 euros. We have the 12 months package for 119 euros. And we have lifetime for 349 euros. So if you earn 30% on each sale, that's a pretty nice deal. So we have that. And if you want to, you can go sign up at my.lingoni.com/partner. You can sign up here and become our partner. And then, of course, you can send me an email if you want to try out the app first before promoting it. Okay? Then you can just send me an email. I think we're selective about the people that we let into the partner program. So if you have a blog that two people a month visit, it's not ideal, I guess. So it should be like a bigger following. But you don't have to have like millions of followers. So we'll decide case by case. Ich rege mich über die Lebensmittelpreise auf. Ich rege mich über die Lebensmittelpreise auf. Genau. So, wir machen weiter. Sich erkälten, to catch a cold. Sich erkälten. Letzte Woche habe ich mich erkältet, weil ich nicht warm genug angezogen war. So last week I caught a cold because I wasn't dressed warmly enough. Okay? Can you guys do an example using sich erkälten? Malai, we're not able to do that yet. For now, it's just the euros. But we have a lot of discounts all the time. So 4 times a year. So that's how, you know, countries that don't have where salaries are not as high as in Germany, you get the chance to sign up as well if you catch one of those discounts. Genau. Habt ihr ein Beispiel für mich mit sich erkälten?
Sich erkälten? Letztes Jahr habe ich mich überhaupt nicht erkältet. What is your email address? You can send me an email right here, jen@lingoni.com. And then you can tell me about your blog, your website, or, you know, you can tell me about your plans, how you want to promote Lingoni, and then, you know, we can talk to each other. Wenn Sie sich erkälten, müssen Sie zum Arzt gehen. Ja. Das Kind hat sich erkältet. The child caught a cold. So, nächstes Verb. Wir machen noch ein paar Verben und dann reicht es für heute, ja? Ich würde sagen, oh ja, sich langweilen. That's another important one. To be bored. Sich langweilen, okay? Also, ich langweile mich. Ich langweile mich sonntags. That means on Sundays I'm bored. Ich langweile mich sonntags. Deswegen mache ich sonntags oft Livestreams, weil ich Sonntage immer langweilig finde. Ich dachte, dass ich mich erkältet habe, aber das war Corona. Letztes Jahr war ich erkältet, musste aber trotzdem zur Arbeit gehen. Gut. Okay. Okay, you have a small language school here in the Philippines. That's nice, Lou. So that could be interesting. Maybe we could start a partnership. Just send me an email and we can talk about it. And then I'm sure that, we can help you and support you. And you have the chance to earn a commission on each sale. That should be interesting. Okay. Mir ist langweilig. Yes, you can say, if you're bored, you can say, mir ist langweilig. Yes. Ich langweile mich sehr, wenn im Fernsehen nichts Interessantes läuft. Oder im TV. Ich langweile mich sehr, wenn im Fernsehen oder im TV nichts Interessantes läuft. Genau. By the way, do you all have a TV? Because I've never owned a TV in my entire life. And I was wondering if you guys think that's normal or not. Also ich hatte noch nie einen Fernseher. I've never had a TV. Well, when I was living at my parents' house, of course I did. But after that, never. Ich hatte noch nie einen Fernseher. Ich gucke alles auf Netflix. Also ich benutze meinen Laptop, um Filme zu gucken. Genau, also ich habe keinen Fernseher. I've never had a TV. That's strange, says Helena. Yeah. Because I'm planning on filming a video about the living room in German. And I, you know, wanted to show my living room. And then I thought, okay, well, I don't have a TV. So that doesn't really look like a living room. But then maybe I'm just going to paint a picture of a TV and kind of use that as a prop. Yep, for real. Don't have a TV, never had one. So when I'm at other people's places, like I sit in front of the TV and it's just like, wow. It's kind of like the movie theater to me. Manso sagt, ich habe auch keinen Fernsehen. Kein Fernseher. Ich habe auch keinen Fernseher. I don't have a TV either. Okay, maybe it's not that uncommon because a couple of you don't have a TV. Ich habe einen Fernseher, aber ich nutze nur Streamingdienste, sagt Caitlin. Ja, ich nutze eigentlich auch nur Streamingdienste. Alles, was im Fernsehen läuft, ist irgendwie langweilig. Swati sagt, das ist in Ordnung. Cool, okay. Yeah, it's hard for me to relax. Ich kann nicht so gut entspannen. Ah, that's also a reflexive verb, actually. Ich kann mich nicht so gut entspannen. I cannot relax that well. So TVs are not my thing. Fernseher sind nicht so mein Ding. Ich kann mich nicht so gut entspannen. Manchmal schaffe ich das, aber nicht immer. Alleine schon gar nicht. Du hast keine Zeit, um Fernsehen zu gucken, genau. Du hast keine Zeit, um Fernsehen zu gucken. So, was noch? Sich fragen, to wonder about something. Zum Beispiel, ich frage mich, warum er schnarcht. I'm asking myself, why he is snoring. Oder
Fragst du dich nicht, wie er sich das alles leisten kann? So don't you ask yourself how he is able to afford all of that? Oder manchmal frage ich mich, ob ich die Einzige bin, die noch normal ist. So sometimes I'm asking myself if I am the only one that's still normal and everyone else has gone crazy. Manchmal frage ich mich, ob ich die Einzige bin, die noch normal ist. Gutes Beispiel, John. Ich frage mich, ob ich die Prüfung bestehen werde. I'm asking myself whether or not I will pass the exam. Ja. Schnarchen bedeutet to snore. Schnarchen, to snore. Schnarchen. Oh, mein Hund sieht so süß aus. Schnuppi dupi. Wollt ihr meinen Hund sehen? Moment. Lulu. Oh, my ugly kitchen. Da ist mein Hund. Oh, und mein Teller. Oh, oh, nein. Lieber zeige ich euch das nicht. Oh. So. I didn't want to show you my mess. So, das ist besser. Okay. Ich frage mich, ob es Außerirdische gibt. Ja, ich frage mich, ob es Außerirdische gibt. I'm asking myself whether or not there are aliens. Ich frage mich, wie schnell Jenny die Sätze einblendet. Okay, nächstes Verb. Sich übergeben, to throw up. Vomit. Zum Beispiel. Das Essen war so ekelhaft. Das Essen war so ekelhaft, dass ich mich übergeben musste. So the food was so disgusting that I had to throw up. Also. Yes, I do have a video about the difference between up and when. It's on my channel. I think A2 playlist. Okay, also, ein Beispiel mit sich übergeben. I need an example here. To throw up. Ja, gut. Pferde können sich nicht übergeben, das stimmt. Deswegen bekommen sie manchmal eine Kolik. Übergeben. We're talking about throwing up. So dick. Vomiting. Also, ein Beispiel mit sich übergeben. Ja. Letzte Nacht habe ich viel getrunken und mich übergeben. So last night I drank a lot and I threw up. Nicht übergegeben, it's übergeben. It's reflexive and not separable. Also nach, what did you write here? Nach vier Bier übergibt er sich immer. So after four beers, he always throws up. Die Dallas Cowboys haben so schlecht gespielt, dass ich mich übergeben musste. Die Dallas Cowboys, I'll write that down, Michael. Die Dallas Cowboys, ist das Football? Haben so schlecht gespielt, dass ich mich übergeben musste. That I had to throw up. Jeff Brooks, wenn ich Trump sprechen höre, möchte ich mich übergeben. Ja. Gott sei Dank müssen wir ihm nicht mehr so oft zuhören. Das Kind hat sich übergeben. The child threw up. Ja. Der Hund übergibt sich immer. The dog is always throwing up. Yes. Of course, there's also a colloquial way of saying it, which is kotzen, but you should only use that with friends. Don't use that in formal situations. Yeah, kotzen. So we use that a lot, actually, when we're annoyed about something or angry. Like, if I'm stuck in traffic jam and I'm going to be late because I'm stuck in traffic, then I would say, oh, ich könnte kotzen.
So that means I could throw up. Ich könnte kotzen. You're really annoyed. Oder if you want to say, oh, this is so annoying, you can say das. You could say das kotzt mich an. Das kotzt mich an. It like vomits at me. It throws up on me. Das kotzt mich an. Oder da könnte ich kotzen. So I could really throw up about that. Like you're watching a football match or whatever, your favorite team is losing and you can say, oh, das kotzt mich an. Oder die kotzen mich an. They, you know, they annoy me. Die kotzen mich an. Yeah. Okay, now you know some things about throwing up. Yeah. Okay. Sich etwas leisten können. Be able to afford something. Ich kann mir leider keinen Tesla leisten. Unfortunately, I cannot afford a Tesla. Noch nicht. Bald, aber noch nicht. Genau. Oder er kann sich das nicht leisten. He cannot afford that. Habt ihr ein Beispiel für mich? Habt ihr ein Beispiel? Ja, Entschuldigung, ich gerne schon wieder. Ich kann mir eine teure Wohnung nicht leisten. I cannot afford an expensive apartment. Gut. Mhm. Ich kann mir leider kein Haus leisten, ja. Haus groß, ne? Capitalized Haus. Ich kann mir die neue Wohnung nicht leisten. I cannot afford the new apartment. Can you use the reflexive verbs in the passive? I don't think so. No. You can't. I will correct your sentence, minimal. Ich kann mir eine Reise ins Ausland leisten, weil ich etwas Geld zur Seite gelegt habe. So I can afford a trip abroad because I put some money aside. Genau. Okay. So we have sich Zeit nehmen und sich Zeit lassen. Maybe we can talk about the difference here. Sich Zeit nehmen, to take time for something. Ich nehme mir gerne Zeit für dich. So I'm happy to make time for you. Ich nehme mir gerne Zeit für dich. Oder kannst du dir ein bisschen Zeit nehmen? Kannst du dir am Sonntag ein bisschen Zeit für mich nehmen? So can you make some time for me on Sunday? Ja. Yeah. Oder ich nehme mir morgen Zeit und gehe mit dir essen. So tomorrow I'm gonna take some time and I'm gonna go eat out with you. Dir, ne? Ich nehme mir als Dative Case. Ich nehme mir Zeit. Ich habe mir Zeit genommen, um seine Frage zu beantworten. Gut. Ich nehme mir Zeit, um mich mit meiner Familie zu treffen. Genau. Now there's also sich Zeit lassen. Sich Zeit lassen.
Yeah, which actually means, like, it's used in this way. Take your time, it's not urgent. Also, lass dir Zeit, es ist nicht dringend. Lass dir Zeit, take your time. Oder du kannst dir Zeit lassen. Die Deadline ist erst in einem Monat. So you can take your time. The deadline is not until a month from now. Yeah? So sich Zeit nehmen, you take time to do something. You take time out of your day to do something. Sich Zeit nehmen. Sich Zeit lassen is to take your time, like to not rush because you have enough time to do something. That's the difference, okay? Bitte lassen Sie sich Zeit, genau. Gut. Now come the C verbs. Some C verbs, C1. Pretty, yeah, but not that hard actually. Sich gedulden. Sich gedulden has to do with die Geduld, the patience. Also, du musst dich ein bisschen gedulden. Du musst dich ein bisschen gedulden. You have to, you know, be patient. Du kannst nicht von heute auf morgen Millionär werden. So you have to be patient. You cannot become a millionaire from today, you know, right away. It's not going to happen from today till tomorrow. You need time for it. Lass dir Zeit, wir können das später erledigen. Richtig, gutes Beispiel. Malai, you have to say, die Studentin ist informiert worden. She has been informed. So she didn't inform herself, someone else did. Die Studentin ist informiert worden. Are you guys ready for a quiz? I think we can start doing a quiz now. Ich habe keine Geduld. Habt Geduld, alles wird gut. Yeah. Are you guys ready for a quiz? Können wir ein Quiz machen? Yeah. Okay, Nummer 1. We're gonna do 15 Aufgaben. 15 Sätze. 15 sentences. Also. And I'm not gonna tell you the verb. You have to come up with it yourself. So that's a bit tricky. Ich mich elend. Ich glaube, ich habe etwas Falsches gegessen. So, oh, I feel awful. I think I ate something bad. Was kommt da rein? Fühle. Sehr gut. Ah. Not sure we talked about this verb in the live stream, but it's also reflexive. Du dich an unseren Mathelehrer aus der 8. Klasse. Do you remember our math teacher from 8th grade? You can take your time. Lasst euch Zeit. Mm-hmm. Remember to spell it correctly. It's a hard word to spell, but spell it correctly, please. Yeah. I see 2, 3, 4 good answers. I think 5. Okay, I see a few now. Yes. Erinnerst. Genau, richtig.
Gut, Jeff. Erinnerst du dich an unseren Mathelehrer aus der 8. Klasse? Nächster Satz. She's shaving her legs. What do you have to put here? Erinnern means to remember. Sich erinnern, to remember. It's also a reflexive verb. Sich, richtig. Super, sehr gut. Habt ihr gut gemacht, ja. So, next sentence. Ich habe einen Pullover angezogen, weil mir... Oh no, it's wrong. To correct that, I forgot something. Ich habe einen Pullover angezogen, weil mir kalt ist. Half of you got it correct. Mir oder mich? Ja, mir, richtig. Mir. Super. Mir ist richtig, ja. Okay. Nummer 5. What Germans like to do, apparently. Me not so much, but other Germans. Sich ausgezogen und ist in die Sauna gegangen. He got undressed and went into the sauna. You guys are quick now. Ihr seid schnell. Ja, hat. Richtig. Hat ist richtig. Super. Sehr gut. Okay. Nächstes Beispiel. Wann du dich mit Brigitte? Morgen oder am Dienstag? Jeff, du hast ein F vergessen. Triffst, ne? Triffst. Mit I. When are you meeting Brigitte? Er hat sich beim Klettern, er ist im Krankenhaus. So he got injured climbing. Ja, ich sehe schon eine gute Antwort. Ja, richtig. Verletzt. Er hat sich beim Klettern verletzt. Super. Sehr gut, Jeff. Okay. We didn't talk about this. Sich wehtun. When you get hurt. When you hurt yourself. Let's try to use that in a sentence. Hast du wehgetan? Did you hurt yourself?
Dir oder dich? It's not accusative, it's dative. Dir, hast du dir wehgetan? Something you just have to memorize. Sich wehtun is with dative. Ich habe mir wehgetan. Ich habe mir wehgetan. I hurt myself. Oder er hat sich wehgetan. He hurt himself. Wir haben uns wehgetan. We hurt ourselves. Okay? Why are you laughing, Captain T? Okay. So. Ich tat mir weh im Präteritum. Ich tat mir weh. But this is used more in stories and in writing, not so much in spoken language. 911 in German is 112. So if you make an emergency call in Germany, you don't dial 911, you dial 112. Which leads you, well, you can talk to the fire department and the emergency department. And 110 is for the police. If you want to call the police, you have to call 110. Yeah. Nächster Satz. How about this one? Mir geht es nicht so gut. Ich mich jetzt hin. Richtig. Lege. Sehr gut. Lege. Ich lege mich jetzt hin. I'm gonna go lie down now, because I'm not feeling well. Ich lege mich jetzt hin. Gut. Okay. How about this one? Sonntags, Jenny, sich immer. Well, we have a lot of options here. Be creative. Sonntags wäscht Jenny sich immer. She doesn't wash herself any other day, just on Sundays. Ja, langweilt, genau. Langweilt Jenny sich immer, ja, genau. Entspannt sie sich immer? Ja, nicht immer. Rasiert sie sich immer? Es ist sehr lustig, ihr seid sehr lustig. Sie freut sich immer, she's always happy. Nicht immer. Aber ich langweile mich oft sonntags. Wobei, eigentlich langweile ich mich nie, aber wenn, dann sonntags. Gähnt. Gähnen is not reflexive. Sie gähnt immer, she always yawns. Das ist nicht reflexiv. Okay, nächster Satz. Ah ja. Also, du niest die ganze Zeit. Hast du erkältet? So you're sneezing the whole time. Have you caught a cold? Ooh, I see some correct answers. That's nice. Sehr schön. I don't see one incorrect answer. That's amazing. Let's see if we can make it that no one gives an incorrect answer. Well, I see a typo, but I guess it's not so bad. Oh, I see a dia. No, no, it's dich. Dich, dich. Sich erkälten, Akkusativ. Akkusativ. Okay. How about this one? Since our last visit, the city has changed a lot.
Ja, super, sehr gut. I'll wait till everyone's ready. Ja, sich, genau. Ja, richtig. Sich. Sich ist richtig. Super. Okay. Noch ein paar weitere Sätze. Ah, to hide is actually sich verstecken. Didn't mention that. What about this one? Where did he hide? Versteckt, richtig. Versteckt ist die richtige Antwort. Super, wow, sehr viele gute Antworten. Sehr schön, versteckt. So, Nummer 14. Was nehmen wir denn jetzt für ein Verb? What about this one here? Let's see. Fühlt. Der Regen fühlt. Der Regen fühlt sich schön an auf meiner Haut. The rain feels good on my skin. Und der letzte Satz, the very last sentence. Oh, we've been talking for 2 hours already. Wow. And I haven't even covered all of the reflexive verbs. This is crazy. Also, der letzte Satz. Der allerletzte Satz. Let's see. How about this one? Ich kann es nicht leisten, in den Urlaub zu fahren. Ich muss sparen. I cannot afford to go on vacation. I have to save money. Mir, super, sehr, sehr gut. Ich kann es mir nicht leisten, in den Urlaub zu fahren. I cannot afford to go on vacation. Super, ihr habt das toll gemacht heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr so aktiv wart hier im Livestream. Es war wieder sehr schön mit euch. Ja, wie fandet ihr den Livestream? What did you guys think of the Livestream? Und ich brauche auch wieder eine Note, I need a grade. Ich brauche eine Note zwischen 1 und 10. 1 ist sehr schlecht und 10 ist sehr gut. Also, Note zwischen 1 und 10. 10 being really great, 1 being really lousy. How was it? Toll und super, außergewöhnlich. Cool.
Ja, schön, dass ihr so ehrlich seid. Das freut mich. Svati hat heute sehr viel geübt. Das ist cool. Ich hoffe, es war nicht zu schwer. I hope it wasn't too difficult. I try to always like mix or like, you know, do like have something for beginners and also advanced people. Cool. Okay. Vielen Dank für euer Feedback. Vielen Dank für euer Feedback. Das war sehr schön. So remember, if you have like a personal blog or a website, a YouTube channel, and you would like to promote our app, you can now do that because we now have a partner program or affiliate program, in other words. And you can sign up here, my.lingoni.com/partner. You can sign up, you can tell us about your blog, your website, you can tell us how you would like to promote Lingoni. And then if you're accepted into the partner program, you can earn a 30% commission on each sale. So yeah, we're really excited about that. Or even if you have a friend who would like to learn German and you tell them, hey, I know an app and the app is pretty cool. Go check it out. And you send your friend that link. And then if your friend or family member signs up, you get a 30% commission. So we launched this last week and we're really excited about it. So, you know, tell people about this. If you know bloggers, influencers, YouTubers, just tell them about it. Because this is something that we're excited about. And I think it's gonna help us as a company. It's gonna help us grow. Also, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Have a nice Sunday, guys. Thanks for participating. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und wir sehen uns let me see. Our next live stream is in 2 weeks from now, I think. Let me check. No, I have to check in my calendar, my Google calendar. Just a second. Usually the German live streams are taking place every second week now, but we have some special ones coming up and I can tell you about them. So we have a French live stream on Lingoni French this Wednesday, on March 23rd at 3 p.m. German time. It's on Lingoni French. Then we have, 2 weeks from now, we have another live stream here on Lingoni German and it's about beginner vocab. And I'm pretty sure that my sister's going to be in that one too. Yeah, almost 99% sure she's going to be in that one. And we're going to do that one together. And then, because we're going to be working together for a couple of days. And there's also an English live stream coming up. When is it going to take place again? Let me check. It's going to be on April 6th. And it's going to be with Brian and Alicia. And Alicia is going to test Brian on his French skills. So that's going to be pretty exciting. Yeah. And we have another Lingoni mashup coming up in May. But I'm going to talk to you about that later because we haven't really found a final date yet. So anyway, schönen Sonntag. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Sonne habt. Hier ist es bewölkt. Deswegen, ich glaube, ich werde jetzt einfach gleich mal ein Nickerchen machen gehen. Ich habe genug gearbeitet heute. Wir sehen uns spätestens in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Der nächste Livestream ist in 2 Wochen. Next Livestream ist in 2 weeks. Bis dann. Tschüss.